Moin Leute, ich werde euch in diesem kurzen Video einfach nur zeigen, was es mit der neuen Einstellung zu tun hat, Bewegungsreaktion, einmal Standard und einmal Alternativ. Ganz wichtig, es heißt die Reaktion, nicht Animation. Das heißt, erwartet nicht, dass ihr jetzt irgendwelche coolen, mackermäßigen Gangarten oder irgendwie sowas in der Richtung habt, sondern es geht einfach um die Reaktion. Und zwar in einem anderen Video habe ich schon mal erwähnt, dass quasi in The Witcher 3 eine Art Trägheitseffekt simuliert wird. Also das heißt, das Antreten, wenn ihr laufen wollt, dauert ein bisschen, das Aufhören und so weiter. Ich demonstriere euch das einfach mal ganz kurz, indem ich jetzt auf Standard gestellt habe. Wir achten mal darauf, wie lange es dauert, bis Geralt sich bewegt. Ich drücke jetzt den Stick nach vorne. Und ihr seht, es dauert halt eine Weile. So, oder wenn ich jetzt versuche, im Kreis zu rennen. Das heißt, wenn ich den Stick zu schnell drehe, dann passiert gar nichts, dann passiert das. Wenn ich jetzt versuche, im Kreis zu rennen und den Stick langsam bewege, dann ist es ja wie so ein Tippeln, als ob er hier so einen komischen Dance-Move machen will. Und jetzt stellen wir das Ganze mal auf Alternativ und gucken uns das nochmal an. So, Ausgangsposition. Ich bewege jetzt den Stick nach vorne. Und ihr seht, dass Geralt viel schneller beschleunigt und auch schneller wieder anhält. So, gehen wir aus dem Weg hier. So. Wenn wir jetzt versuchen, im Kreis zu laufen, jetzt den Stick ganz schnell bewege, passiert immer noch nicht viel. Aber wenn ich ihn ein bisschen langsamer bewege, seht ihr, wie wesentlich schneller Geralt quasi im Kreis läuft. Das heißt, die Bewegung an sich, die Bewegungsreaktion ist ein bisschen mehr responsive. Es wirkt ein bisschen mehr computerspielmäßig, was meiner Meinung nach okay ist, weil es sieht halt immer noch, es sieht irgendwie witzig aus, aber bei Standard halt auch. So, aber ihr seht immer noch, er macht immer noch diese kleinen Schritte, wenn ich stehen bleibe. Es wirkt zwar nicht mehr ganz so realistisch, aber spielt sich meiner Meinung nach ein bisschen besser. Von daher finde ich es halt echt cool, dass sie einem die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, hey, ich will Standard oder ach, das Aussehen ist mir nicht so wichtig, ich will, dass es sich hier vernünftig steuern lässt und dann stelle ich halt einfach auf Alternativ. Also, wie ihr seht, Geralt geht schon ein bisschen besser ab, was das angeht. So, jetzt stellen wir nochmal für den letzten Vergleich auf Standard. So, es ist auch wesentlich verzögerter, wenn ich jetzt im Sprinten die Richtung ändere. Also ich versuche mal den Weglauf zu lang zu laufen und drücke jetzt nach links. Es ist einfach eine kleine Verzögerung drin. Jetzt nach rechts. Und ungefähr eine halbe Sekunde später reagiert er erst. Bei Standard. Eine halbe Sekunde würde ich das schätzen. Ja. Ja, so viel eigentlich zur neuen Bewegungsreaktion. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und ja, bis bald. Macht's gut.